90er Jahre sind da auch so Flippigkeit und sowas und Extremitäten, so extrem, so gestern noch Tattoo und morgen schon Branding und so. Unveränderliche Kennzeichen als letzte Symbole der Abgrenzung, Exhibitionismus als Zeitgeist. Für uns war es ein Statement. Es war einfach, es ging nicht um Verschönerung, sondern es ging um ja, bam, hier bin tätowiert, weiß, was du von mir zu halten hast. Das Zeichen des Protests und der Abgrenzung hat die Tätowierung längst ausgedient. Tattoos sind pures Zeichen. Ein Statement für den eigenen Mut, schmerzhafter Ausdruck für die eigene Individualität. Ich denke aber, dass die Hemmschwelle erstmal rapide runtergegangen ist. Ja, dass immer mehr Leute auch bereit waren, Tattoos zu tragen, bis dann halt sogar jetzt hier mittlerweile jedes Mädel sich tätowieren lässt. Ja. Warum ich mich diesen Schmerzen, ja, warum ich das hab mit mir machen lassen, das kann ich dir bis heute nicht sagen. Ich kann dir nicht sagen, welcher Teufel mich geritten hat, ja. Wie ich auf diese bekloppte Idee gekommen bin, mich da anderthalb Stunden hinzusetzen und Qualen dich zu machen. Ich weiß es nicht. Ich wollte damals, wollte ich mir unbedingt ein Zeichen setzen. Dann habe ich dieses Tribal mir hinten auf den Rücken setzen lassen, an einer Stelle, die wirklich die schmerzvollste Stelle ist. Und ich weiß nicht, ob ich es nochmal tun würde, ehrlich gesagt. Wie weh tut es? Ich habe mich in der Hölle schmoren sehen. So, solche Schmerzen waren das. Zieh mich ja gerne aus dem Fernsehen. Ja, ich weiß. Und dann. Ah! Oh. Ja? Meine Güte! Und das kriegt man nie wieder weg. Und das geht dann noch hier runter. Halt, das geht dann noch hier runter. Moment, am Mikrofon. Halt, halt. Die Haare noch. Ah! Oh. Wenn man das mal ein bisschen reinkommt. Schön. Das ist auch sehr schön. Ja. Wir hatten es ja von Frisuren vorher. Wir hatten es ja von Frisuren vorher. Ja, wir hatten noch Frisuren vorher. Genau. Das kannst du doch anpiercen. Das gehört auch dazu. zum vollständigen Abend. Ja, Thomas hat mal gesagt, als ich ihn fragte, warum hast du jetzt deinen Rücken mit einer Tätowierung verschönert, er meinte, bis dahin hatte es nur eine Akne meinen Rücken verschönert. Für Thomas hat das auch sicher auch kosmetische Gründe. Aber auch Thomas ist, wie wir alle, auf der Suche nach sich selbst und macht das mit seinen Mitteln. Extrem. Das Zauberwort der 90er, je älter sie werden. Im Extremsport finde ich mich selbst, denn ich suche meine Grenzen, um sie zu überwinden. Grenzerfahrungen. Das schweißt zusammen, lässt Gleichgesinnte finden. Fast 2 Millionen Snowboarder gibt es in Deutschland. Das Brett ist für sie ein Symbol, anders zu sein. Anders als die spießigen Skifahrer. Freier, wilder, cooler. Ich habe heute meinen ersten 4,5 Meter R gesprungen. Und zwar war es an so einer Wächte. Bin Frontside angefahren. Ganz tief, also vorm Sprung immer tief runter. Und dann, wenn es zum Sprung kommt, abdrücken. Grab, Tail grabben. 180. To fakie landen. Mit der Hand kurz abbremsen. Und dann weiter. Aber das sind nur kleine Fische. Snowboarden ist Trendsport und hinter Trendsport lauert Geld. Jugendkultur ist Spaßkultur. Spaßkultur ist längst Massenkultur und das ist stets ein lukrativer Markt. Snowboarder sind die Partytiere unter den Wintersportlern. Ständige Events transportieren die Mixtur aus Feiern, Lifestyle, Sport und Musik. Du einfach irgendwo eine Schraube locker haben, im positiven Sinne. Und dann ist irgendwie Gas geben und das hat auch irgendwas von Rock'n'Roll, wenn du so willst. Für Skateboarder gibt es 2 Sorten Menschen, Skater und Nicht-Skater. Nach außen hin wirkt Skateboarden wie ein Trendsport für Wahnsinnige. Freiübungen für Freaks. Also die Jungs
Jungs fahren da rum, die haben überall Stahl in ihren Knochen, weil sie so oft hingelegt haben. Die bestehen irgendwie teilweise echt nur noch aus Metallplatten. Skaten ist absolute Freiheit. Absolute Freiheit. Wenn ich zum Beispiel durch die Straßen fahre, ich sehe die Architektur, die ganzen Bauten, sehe ich völlig anders als andere Leute, weil für mich ist es was Besonderes. Ich laufe immer mit offenen Augen durch die Stadt, gucke mir alles an. Heftig, heftig, heftig. Wenn ich eine Wand sehe, denke ich mir, ah, da könnte ich den Trick dran machen und den. Überall, wo ich bin, gucke ich halt, was könnte ich da dran machen oder das ist skatable oder nicht. Heftig, heftig, heftig. Ein Skateboarder ist Teil seiner Kultur, die sich definiert, wie gesagt, durch eine Zeichensprache, die kulturelle Zeichensprache. Das kann ein Baggy Pants sein, sein Skateboard, seine Finesse auf diesem Skateboard und eine gewisse kulturelle, gesellschaftspolitische Meinung natürlich auch. Hello, brother, go side, call the point! He was out there! He was out there! Skateboarden, gleichzeitig Sport und Fortbewegungsmittel, nicht gebunden an Vereine, Trainer, Obrigkeiten. Zeichen einer Zeit, in der Individualismus über allem steht. Ein Lifestyle, so eng mit Musik verknüpft wie kaum ein anderer. Skaten ist im Gegensatz zu den ganzen anderen Sachen, die dann so Freizeitsportarten der 90er sind, ist das schon verwurzelter. In den 70ern geboren, mal als hipper Trendsport ausgeschlachtet, mal für mausetot erklärt. Immer hat sich Skateboarden gerettet, weil es eine eigene Philosophie mitgebracht hat. Eine Geheimwissenschaft, ein darum Wissen anstatt eines darüber Redens. But before we go any further, let that shit come down. Viele Sachen sind aus dem Skate-Bereich einfach gekommen. Man hat einen bestimmten Stil gehabt, wie man rumläuft. Die Hosen hingen weiter unten, die Sachen waren einfach ein bisschen weiter. Klar wurde man dann teilweise auch schräg angeguckt von Leuten und hat sich auch teilweise komische Sprüche anhören müssen, die aber im Endeffekt hier reingehen und da rausgehen, weil einen das nicht interessiert. Eine Szene von Individualisten, die auch gemeinsam ihr Ding machen. Das Hobby ist Lebensart und die wird zum Beruf. Beim Berliner Lowdown-Magazin zum Beispiel hat sich aus dem Vibe des Skateboardens ein völlig eigener visueller Stil geformt. Das gilt für Mode, Grafik, Fotografie und mehr. Ein Zeichen der Zeit. Ich denke mal, dass das schon ganz schön so ein 90er-Jahre-Ding ist, dass 5, 6 Leute zusammenkommen, ein Projekt auf die Beine stellen, wo jeder seinen Input gibt. Und im Endeffekt durch so eine Plattform profitieren dann alle davon. Durch so eine gemeinsame Arbeit. Heutzutage alleine was durchzuziehen, ist fast unmöglich. Das ist selten in einer Zeit, in der alles, was sich vermarkten lässt, bis aufs Mark ausgesaugt wird. Im Grunde genommen brauchst du nur dich und dein Board, um wirklich glücklich zu werden. Skateboarden, eine Lebenswelt, eine Heimat, eine letzte Nische. Ähnlich wie die Welt der Hip-Hopper, über Jahre hinweg belächelter Underground-Zirkel. Und bald der größte Hit der späten 90er.